Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM 2. Wir sind hier gerade dabei, irgendwie so ein Gerät zu hacken. Und ja, das sollte uns nicht besonders schwer fallen, denke ich. Oh, diese Tür müssen wir öffnen, wenn wir hier aufs Dach wollen. Nun gut, wird erledigt. Bestätigt. 8 Runden sind ja auch eine Menge Zeit. Eine feindliche Patrouille. Oh, hallo. Na komm, machen wir erstmal hier die Tür auf. Und deine Kollegen rücken dann ein. Seht ihr die echt durch diesen Zaun durch? So, Alex, du wirst mir dann nicht aufs Dach gehen. Hier könntest du hingehen. Die Frage ist, siehst du da noch was? Höchstwahrscheinlich nein. Nun gut, erstmal deine Kollegen in Position bringen. Okay. Gut. So, Rodrigo, du gehst mal hier. Na, von mir aus kannst du dir jetzt schon mal einen Feuerschutz gönnen. Naja, vielleicht kommst du in Schnitzelreichweite, falls du aus Versehen was auslösen. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht, Leute. Na komm, hier. Das ärgert mich, dass wir hier nicht aufs Dach hochkommen. In der nächsten Runde dann. Wird gemacht. Affirmative, covering now. Feuerschutz. Na dann schauen wir mal, wo die sich hinbewegen. Overwatch. Nirgendwo hin. Soll mir recht sein. Frage ist, siehst du die von hier aus? Ziehe los. Jawohl. Wobei, wie sind die Trefferchancen? 100, 98, 95. Das ist ja mehr als vertretbar. Ach so, da ist ein Zivilist. Ich sehe es. Ja gut. Bin schon gewundert. What? Oder wir lösen direkt aus. Good copy. Moving on target. Nun gut. Also meine beiden Nahkämpfer bleiben noch, wie soll ich sagen, nicht im Feuerschutz, aber der Rest. Scanning. Ja. Poniéndome en guardia. Wir öffnen mit dem Sniper. Das war mit dem Pistolenschuss. Na dann, Feuer frei. Wundervoll. Guter Schuss. Sie kennen unsere Position. So, lauft. Lauft um euer Leben. Ich werde nur zwei schauen. Oh, come on. Ja, das lief ein bisschen schlechter als erwartet. Gut, der Sektor ist weg. You know that was good. Dann können wir jetzt mal mit dem Schnitzeln anfangen. Prozent. Los geht's. Gut.
durchs Haus durch und dass das Haus nicht mal beschädigt. Feind neutralisiert. So. ...94%. Also wenn du da nicht triffst, ne? I'm spotted. Ah, hätte ich anders machen können. Aber gut. Die sind erledigt. You want some more? So, dann rücken wir mal weiter auf. Dürfen das jetzt keine Verborgenheit mehr haben. Moving to designated coordinates. Got it. Moving. Gut, hier sollten wir relativ sicher sein. Recibido. Vielleicht hätten wir uns einfach an die nochmal vorbeischleichen sollen. Erstmal das Netzwerk abschalten und dann alles aufräumen. Wäre ja auch eine Option gewesen. Ich glaube, du hast da schon eine relativ gute Sicht. Bin dabei. Zu Befehl. Julia, ich hoffe, du deckst da nichts auf. Oh, du hast das aufgedeckt. 3 Victorinen? Die haben den Schuss echt nicht gehört. Oh no. Oh no. Ja gut, unsere halbe Truppe ist flankiert. Das war nicht gut. What? Wieso bist du hier flankiert? Gegen eine Flanke oder was? Schon unterwegs. Erstmal in Deckung. Wobei, das war auch Quatsch. Und du kannst dich nicht mehr bewegen, also gehst du bitte hier hin. Ah ja. Du hast ja immerhin eine Blendgranate. Die sollten wir vielleicht auch einsetzen in dieser Runde. Ach, der dritte ist ganz weit hinten. Aber das ist unser kleinstes Problem. Blendgranate raus. Aber wieso zur Hölle ist Lea da noch flankiert? Waren es vielleicht 4 und der andere hockt da irgendwo im Eck? Tja, Freundchen. Das hättest du wohl gern. Unnötig. Schießt du nochmal? Nein. No puedo moverme. Nun gut. Die wollen es auf die harte Tour, die kriegen es auf die harte Tour. Das ist kein Protokoll, Revitalierung. Revitalisierung ist in Ordnung. So, ich habe doch 2 Granatwerfer dabei, oder? Genau hier. Baum weg. Dann würde ich am liebsten noch gerne die Deckung da hinten entsorgen. Dementsprechend muss ich vorrücken. I can handle that. Genau, kletter einfach über jeden Baumstumpf drüber. Das macht man so. Na dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Wieso sind alle Gegner flankiert? Ist das irgendwie ein Anzeigebug oder so? Naja, jetzt sind die auf jeden Fall flankiert. Kannst du sagen, was du willst. 95, 73, 49. Den Schuss können wir sich schenken. Schieß mal bitte auf den da. Bye bye.
Das ist gedroppt. Ziel neutralisiert. Jawohl, hat er. Der trägt vielleicht was mit sich um. Nicht nur vielleicht, sogar ganz sicher. Sieh du, Lovifis. So, du schießt mir mal den bitte über den Haufen. Wunderbar. Compruébalo antes de acercarte. Ein Hoch auf die Blendgranate. Den könnten wir zur Not schnetzeln. Aber ich bräuchte erstmal einen Freiwilligen. Der mir hier die Beute einsammelt. Und eventuell guckt, ob dort noch ein weiterer Pot ist. Objective sighted. Commander, haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Illyriumkern, wunderbar. Laservisier und ein Schaft. Beides fortschrittlich. Gut. Also schnetzeln können wir den schon mal nicht. Könnten aber hierhin vorrücken. Bin dabei. ...52 ist doch relativ gut. Vorausgesetzt, wir treffen. Naja, das Auto brennt. Nicht gut. So, jetzt müssen wir mal hoffen, dass die uns jetzt nicht komplett zerlegen werden. Genau, bleibt da stehen. Ach, lass doch den Quatsch. Nun gut, mit Zombies können wir arbeiten. Ist halb so wild. Der hier ist das Problem. Ich hoffe mal, der kommt jetzt nicht auf irgendwelche genialen Ideen. Au! Ist du ein Knall? Wie viel Schaden waren das jetzt? Mach kein Quatsch! Ah, bewusstlos. Ist in Ordnung. Panik ist nicht in Ordnung. Die haben jetzt den taktischen Vorteil. Taking heavy fire. Nun gut. ...85, 84... ...74. Wer ist hier der gefährlichste von allen? So, Lea erledigt mir jetzt erstmal den Sektoid. 99%. Wunderbar. Ziel neutralisiert. So, dann bräuchte ich eine Granate. Direkt auf den Mag. Aber was habe ich sonst noch für Optionen? So, Sakura, deine Granate. Throwing grenade. Gut. Wenn die Rüstung erstmal kaputt ist, dann können wir ihn vielleicht snipen. ...85%, bitte, Alex. Verschieß nicht. Schieß nicht daneben. Es lebt noch. Jetzt haben wir das Problem, Rüstung hält stand, dass der hier immer noch der gefährlichere von allen ist. Oh no. Ich habe keine anderen Optionen mehr. Ja, alles mies. Moving to designated position. Naja, ein Revitalierungsprotokoll haben wir zur Not noch.
Dementsprechend muss der Mech weg. Ein Glück, dass du den garantierten Schaden hast. So, jetzt müssen wir hoffen, dass die keinen Quatsch machen. Ach, du holst dir nicht einmal leer? Ja, Glück gehabt. Du bist erledigt, Freundchen. Und du kommst mal vom Dach runter, genau. Spiel mal mit den großen Jungs. Aber schieß nicht auf meine Mädels. Sie sind einfach überall. Der Feind bewegt sich. Sie flankieren uns. -5, das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Wir haben keine Zeit mehr. Sie müssen zu diesem Terminal. Wird erledigt. Affirmative, move it out. So. 57. Ach, stimmt, das ist ja keine Flankierung. Probier's trotzdem. Nur 4 Schaden. Ja, da kommen wir ein bisschen langsamer voran als erhofft. Weapons empty, can't engage. Kannst du den da ausschalten? Ich glaube, das war ein Ja. Ziel ausgeschaltet. Gut, wir gehen jetzt folgendermaßen vor. Jetzt erstmal das Revitalisierungsprotokoll einsetzen. Genau. Und du gehst dann mal zu hackenden Teil dazu. Oh wei, oh wei, oh wei, war das böse. Alles wieder unter Kontrolle. Nee, nee, nee. Ja, man darf nicht zu weit vorrücken, aber dieser Timer, ne? Der bringt einen sowas von außen Konzept. Da kann man nicht anders. Ja, war in Ordnung. Manus 1-5 bestätigt. Das Gebiet ist sicher. So, dann heilen wir jetzt nochmal. Wieso bist du noch flankiert? Jetzt, ja, das ist definitiv ein Anzeigefehler. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, jetzt ist die Flankierung weg. Good to go. So, wenn da jetzt noch eine Gruppe ist, ne? Lea, du bleibst noch vorsichtshalber hier und lädst nach. Auf geht's! Na los, zeigt euch! Gut, dann hacken wir mal. I'll give it a shot. Ah, kleiner Alien-Legierungsvorrat. Großer Vorrat. Werden wir nicht bekommen. Aber gut, Mission abgeschlossen. Das ist das Wichtigste. Kein Toter. Wobei es schon wirklich ein bisschen knapp war. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Na dann, zurück nach Hause. Nee, nee, nee. Böse Mission. Also diese Lanzenträger, die sind wirklich gemein. Das hätte ja auch wirklich viel schlimmer enden können. Von daher können wir doch halbwegs zufrieden sein mit dem Ausgang dieser Mission. Naja, ich hätte auch vielleicht die erfahreneren Leute mitnehmen können, aber das sind eben Bradfords Leute. Was will ich denn mit denen? Die sind halt eher für den Notfall da. Keine Beförderung, schade. Weiter geht's. Illyrium-Kern, daraus können wir wieder neue Granaten-Ester machen. Und ja, vielleicht wäre es auch deutlich einfacher gewesen, hätte ich die ganzen Ausrüstungsgegenstände mitgenommen, die wir vorher erforscht haben. Weil davon hatte ich ja auch nichts dabei. Ja,
Advent-Mech-Analyse, gut. Hallo, Commander. Hallo. Soldat hat sich erholt. Lieutenant Rodrigo Vapor Medina. Wille wiederhergestellt. Neun Soldaten erhalten. Sergeant Paulina Sayac. Ja, ist auch Brett. Einer von Bradfords Leuten. Vielleicht sollten wir mal langsam das Schädelstecker-Projekt machen. Wir sollten mit dieser Gaunerin sprechen, die den Schwarzmarkt führt. Vielleicht kann sie unsere Bar wieder auffüllen. Ja, wäre eine Überlegung wert. Ich finde, ich habe noch genug Räume für alles, was ich bauen muss. Ansonsten reiße ich da oben das Energierelais wieder weg und baue hier ein neues hin. Ist ja alles kein Problem. Eins nach dem anderen. Furien. Womit waren wir beschäftigt? Das stimmt ja, mit dem Erforschen, beziehungsweise in der... In unserer Basis waren wir. Na komm, holen wir uns die Legierung. Ranger berechnet neuen Kurs. Widerstand, Kommunikationseinrichtung, einsatzbereit. Juhu. Damit können wir jetzt deutlich mehr Kontakte verteilen. Waffenkammer, was willst du von mir? Paulina ist schon Sergeant. Nein, individualisieren möchte ich dich nicht. Beförderung, genau. Geh mir mal auf Distanzschutz. Wird schon passen. Ja doch, wir haben jetzt reichlich Leute in der Kaserne. Das ist doch schön. Dann können wir Verletztes relativ schnell auffangen. Ein weiterer Kontakt. Experimentelle Munition hergestellt. Drachengeschoss. Von einer leicht entflammbaren Miniladung. Gedeckelt richten Drachengeschosse zusätzlichen Schaden gegen alle Ziele an und setzen manche sogar in Brand. Gut. Das sollten wir direkt noch so ein Gerät herstellen. Wie viele Illyrium-Kerne haben wir denn? Die Magnetechnik. Es ist gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Oh. Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Das ist ja nett. Hilf mal beim Bau der Werkstatt. Wobei, du hättest da freiräumen sollen, oder? Nein, ich wollte nicht... Ja, gut. Nochmal zurück. Testbereich. Waffenkammer. Hört, noch mehr Soldaten? Ach, du hast noch mehr Beförderung. Und dann nimmst du mir mal den heftigen Schuss mit. Bist du jetzt endlich durch? Schlimm mit dir. Guerilla-Taktikschule nicht, Technikabteilung. Commander? Testbereich? Ich wünschte, wir hätten einen Übungssimulator für Bradford. Wenn er dieses Schiff schrottet, händige ich ihn persönlich Edwin aus. Wir haben die Baupläne und unsere Ausrüstung ist bereit für die Produktion, Commander. Wir bauen den Schädelstecker auf Ihrem Befehl. Ja, aber ich habe nicht die Vorräte dazu. Hallo. Klingt gut, Commander. Ich lasse es Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Drei Kerne haben wir ja noch. Und die Legierung würde ich mir gerne in dieser Folge noch holen. Naja, aber zuerst stecken wir noch jemanden in unsere Schule. Erstmal die Soldaten anzeigen. Wo haben wir denn ein bisschen an... Wir haben vier Grenadiere, wir haben... vier Ranger. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Scharfschützen. Oh, ey. Wir haben 3 Specialists. Kirin, du bist Specialist. Dazu müssen wir wieder die Guerilla-Schule. Ja, ich möchte dich ausbilden. Und du wirst Specialist. Viel Spaß mit deinem neuen Aufgabengebiet.
So, kann ich jetzt die Legierung haben? Strategische Ressource gefunden. Juhu. Setze Kurs auf Mexiko. Moment mal, da müssen wir gar nicht hin. Aber wisst ihr was, Leute? In der nächsten Folge werden wir dann Richtung Europa fliegen und uns dort ein paar neue Freunde machen. Dementsprechend würde ich dann mal sagen, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.